Herzlich willkommen beim iMagazin, bei unserem ersten Live-Einstieg, Live-Zuschaltung aus Deutschland von einer Veranstaltung eines Unternehmens, das Verantwortung lebt. Während die ganze Welt auf die Energiewende schaut und glaubt, dass sie nur mit Photovoltaik, Speicher und ähnlichen Dingen zu tun hat, gibt es auch ganz, ganz viele andere Dinge, die absolut wesentlich sind. Punkt 1 geht es hier um das Thema Nachhaltigkeit bei den verwendeten Materialien, dass nicht immer wieder neues Plastik produziert und verwendet wird, sondern dass es aus rezyklierten Plastik hergestellt wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, unsere Branche und nicht nur unsere Branche leidet unter Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir müssen bestehende Produkte und Systeme so modernisieren, so weiterentwickeln, dass sie massiv Arbeitszeit einsparen. Der dritte Punkt, wenn wir wollen, dass wir Energie richtig einsetzen, dann müssen wir Energie im Gebäude, in der Wohnung, im Haus, aber auch in den Firmen beobachten und wirklich sichtbar machen. Das bedeutet, wir brauchen sie auf einem Tablet, auf einem Monitor. Dafür braucht es Systeme. Und genau aus diesem Grund begrüße ich heute meine Gäste Adi Neumann und Axel Krams von ABB Buschjäger hier zu diesem Live-Einstieg. Seid dabei, es wird spannend. Herzlich willkommen beim iMagazin. Herzlich willkommen knapp vor unserem Direkteinstieg in Lüdenscheid bei Buschjäger. Der Grund ist ein einfacher. Die ganze Welt blickt auf Photovoltaik, Energiewende, Speichertechnologien. Und in Wahrheit gibt es ganz, ganz viele wichtige Themen, die notwendig sind, damit eine Energiewende tatsächlich auch funktionieren kann. Und genau zu diesen Themen begrüße ich meine Gäste Adi Neumann und Alexander Krams von Buschjäger. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo. Vielen Dank. Gruß aus Lüdenscheid. Soweit wir informiert wurden, gibt es ein neues, wirklich tolles Schalterprogramm. Das tolle Schalterprogramm hat aber auch noch für mich einen ganz, ganz wesentlichen Hintergrund. Es geht auch um das Thema nicht nur Design, sondern auch um das Thema Nachhaltigkeit. Wer von euch zweien möchte uns informieren, wie es funktioniert und was da wirklich Neues da ist? Ja, das ist ganz spannend, Thomas. Zum einen, wir haben jetzt gerade 2 Tage hinter uns, wo wir das Programm vorgestellt haben vor vielen Kunden und vor unseren Mitarbeitenden. Und das ist eine Entwicklung eines Programms, das über 3 Jahre jetzt entwickelt wurde. Ich sage mal gerne, knapp 300 Werkzeuge haben wir dafür investiert. Also es ist wirklich ein komplettes Schalterprogramm. Und mit den Herausforderungen, die heute da eine ganz große Rolle spielen, nämlich, dass es nachhaltig ist, dass wir nachhaltige Werkstoffe verwenden und nicht nur später downgescaled werden kann, sondern dass man wirklich einen Großteil von dem, was man dort eingesetzt hat, auch wiederverwenden kann. Aber Alex, du hast ja Zahlen dazu. Ja, klar, natürlich. Wir haben das Schalterprogramm im schwarzen und im weißen Kunststoff. Und bei dem schwarzen Kunststoff können wir 98% der Teile, die in diesen Kunststoff einfließen, aus vorhandenem Plastik recycelt wieder einsetzen. Also es ist ein sehr, sehr hoher Anteil, dass es wieder eingesetzt werden kann und wiederverwendet werden kann. Und das Gleiche bei dem weißen Schalterprogramm. 98%. Ja. Also das 98, das möchte ich wirklich festhalten. Genau. Weil das ist gelebte Nachhaltigkeit und kein Marketing-Schmäh, wie es in unzähligen Fällen immer und immer wieder vorkommt, wo nur minimale Teile drinnen sind. Ich erinnere an Luxusuhren, Armbänder, wo aus irgendwelchen Becken dann Plastik rausgefischt wird. Und wenn man dann genau schaut, sind ein paar Prozent nur recycelt und der Rest ist neu. Aber okay, das ist die Nachhaltigkeit zum Design. Genau. Ja, das Design ist ein neues Design, was wir zusammen mit Architekten, mit Kunden in Befragungen entwickelt haben. Und wir haben dort überlegt, wie können wir ein Design aufsetzen, was sich nach modernen Standards und modernen Designrichtlinien, Einrichtungsstilen anpasst, aber auch nachhaltig, langfristig diesen Ansprüchen gerecht wird. Wir haben geguckt, wie sind die Trends in der Zukunft? Wie werden sich Wohnstile in Zukunft ausrichten? Wie werden moderne Hotels ausgestattet werden? Und daran angelehnt haben wir das Design von der Formgebung ausgelegt, aber auch die Materialitäten ausgewählt, in die es dann nachher halt auch kommen wird. Ja, und im Bereich der Elektronik ist es voll kompatibel zu Free at Home und zu KNX. Und damit können die Anwender, die Kunden
sowohl in der KNX-Welt dieses Design integrieren, als auch in der Busch Frigate Home Welt. Also das ist ganz gut. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie man die Sensorik vereinfachen kann, dass es wirklich State of the Art ist. Und da kommt der Alex gleich mit Trevion nochmal darauf zurück. Aber die Idee ist wirklich, ein komplett neues Schalterprogramm zu bringen, das auch vom Design her sich differenziert von anderen Schalterprogrammen. Auf der einen Seite puristisch ist, auf der anderen Seite aber auch elegant. Und dieses Spannungsfeld hat das Design von unseren Designern sehr, sehr gut gelöst. Lieber Alexander, ist dieses Schalterprogramm auch wirklich einsetzbar über die gesamte Bandbreite? Wir haben ein relativ breites Portfolio. In der ersten Stufe, wenn wir jetzt im Sommer, im Herbst jetzt einsteigen, im September, haben wir den Fokus auf den Wohnbau gelegt in dem Sortiment. Und da sind wir vollumfänglich mit allen Anwendungen, die im Wohnbau benötigt werden, verfügbar und haben es ausgerichtet und werden dort dann auch punktuell, wenn es Richtung Zweckbauanwendungen geht, eben Anfang nächsten Jahres noch nachlegen. Aber Wohnbau sind wir komplett ausgestattet. Gut, also auch sattmäßig und alle diese Möglichkeiten, die hier notwendig sind. Genau. Vielleicht zum Thema Lieferfähigkeit. Entschuldige. Welche Farben ist vielleicht noch interessant, weil es gibt es nicht, das gibt es in schwarz-matt. Es gibt das ganze Thema in weiß-matt und in weiß-glänzend. Und dazu gibt es verschiedene Designrahmen. Die wird es dann in Materialitäten Holz geben, in Eiche und Walnuss. Es wird Schiefer Terra Rosso geben. Aluminium, Aluminium-Schwarz, Papier, was wir auch schon länger mal hatten, in Schwarz und dann auch Glas als zusätzliche Ergänzung in Materialitäten. Also wirklich ein breites Portfolio an verschiedenen Materialitäten, die wir dort einbringen können, die dann auch die Qualität des Programms weiter unterstreichen sollen. Das heißt, ihr fahrt ja nicht die Linie von Henry Ford, der gesagt hat, ihr könnt das Auto in jeder Farbe haben, solange es nur schwarz ist. Ihr bietet wirklich alles, was der Kunde will. Die Hauptfarbe ist nach wie vor weiß und weiß-matt ist auch eine Trendfarbe. Aber diese anderen Bereiche, die natürlich sehr stark korrespondieren mit dem Einrichtungsstil unserer Kunden, das passt schon sehr, sehr genau. Du hast gerade kurz angeschnitten das Thema Lieferfähigkeit. Wir haben ja jetzt gerade mit dem Außendienst darüber gesprochen. Der Außendienst wird nächste Woche unsere Kunden draußen besuchen mit den entsprechenden Unterlagen, Bestückungsvorschläge machen. Und die Planung, auch die Produktionsplanung ist so, dass wir in der Lage sein werden, Anfang September dieses Jahres unsere Kunden im Elektrofachgroßhandel zu bestücken damit. Und damit geht auch das Material sozusagen Anfang September dieses Jahres in den Markt. Auch in Österreich? Im Prinzip ist es geplant, Österreich und Deutschland gleichzeitig zu machen. So ist die Planung momentan. Und die Kollegen aus Österreich sind auch hier gewesen die letzten zwei Tage und haben sich das angeschaut. Und die haben auch die Muster mitgenommen, sodass, also wenn sie bei dir nächste Woche vorbeischauen, auch richtige Originalmuster mit dabei haben und nicht nur die Bilder. Dann danke ich einmal für diese Information zu dieser Produktgruppe. Eigentlich Neuigkeit genug für ein Video. Was mir aber in der Vorbereitung wirklich fasziniert hat darüber hinaus, war, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema Facharbeitermangel, Fachkräftemangel. Das heißt, die Antwort eines Unternehmens, wie ihr seid, kann ja nur sein, Produkte und Systeme zu entwickeln, wo massiv Zeit eingespart werden kann. Absolut. War das dein Stichwort? Absolut, ja. Und das bringt was ganz hast schnell du anzubieten? Flexline. Ich denke, du meinst das Thema Flexline. Ja. Hier haben wir ein neues Sortiment an Automaten für die Hutschiene, was 50% Zeitersparnis bringt durch Push-In-Technologie, also Stecktechnologie. Ich muss nicht mehr schrauben, sondern ich stecke entweder mehradrige Kabel oder stabile Kabel in die Automaten rein und kann einfach nur durch Stecken die Verbindung sicher herstellen. Und brauche auch kein zusätzliches Werkzeug, wenn ich nachher die Klemmen wieder lösen will. Also das geht auch relativ einfach und schnell. Und dort haben wir auch wieder auf dem Markt gehört, wir haben mit Installateuren zusammen Workshops gemacht, dieses Produkt zusammen entwickelt und geguckt, wie installieren sie, wie möchten sie schneller dort investieren und schneller herangehen. Und deswegen haben wir auch ganz besonders darauf geachtet, dass die Phasenschiene, egal wo ich den N habe und wie ich die Geräte aufsetze, immer passt.
eine Phasenschiene und die passt immer drunter. Ich muss nicht aufpassen, wie ich verdrahte und wo ich die Automaten setze. Das ist gleich so gesagt, wie der Installateur es haben möchte, wie wir das Feedback bekommen haben und dort möglichst schnell auch eine Effizienz reinzubringen, um dort dann halt die Installation zu beschleunigen, um dann halt auch zum Beispiel die Energiewende schneller voranzubringen, damit der Elektriker schneller den Schaltschrank verdrahtet kriegt. Alex, mir fehlt hier ein Thema, das mir erzählt wurde, auch von Praktikern, die gesagt haben, mit diesem System sind Fehler fast unmöglich geworden. Hilft dir dieses Stichwort weiter? Ja, das ist ja so. An der Stelle, dass ich mit dem L und N, der auf zwei verschiedenen Ebenen auf der vorgesehen ist, dass ich dann mit der Hutschiene, dann automatisch mit der Phasenschiene, mit der ich dann dort reingehen kann, automatisch die Verbindung machen kann. Es ist kein Verpolen mehr möglich an der Stelle und bin dort wirklich sehr, sehr schnell unterwegs und das ist eigentlich eine sehr sichere Maßnahme, um dort nicht irgendwelche Fehler zu machen und muss nicht überlegen, welche Phasenschiene ich hier einsetze, sondern bin dort eigentlich dann verpolungssicher. Passt. Thema Sicherheit, Zeitersparnis zu 100% damit gelöst. Lieferbar ab wann? Auch ab September. In der Vorbereitung, und ich bin jetzt selber ein Betroffener, das Thema Energiewende funktioniert ja nur dann, wenn man wirklich Intelligenz im Gebäude hat. Und ich meine jetzt Systeme, wo man wirklich sieht, wann brauche ich wie viel Strom, was hat es damit zu tun. Was habt ihr da an Neuigkeiten zu bieten? Ja, wir haben natürlich auf der einen Seite Bedienelemente wie das Busch Trevion, wo man die Möglichkeit hat, anders zu bedienen. Wir haben die Panels auf der anderen Seite, wo man im Prinzip auch visualisieren kann, was an Informationen aus dem Gebäude kommt. Ich glaube, Thomas, das Entscheidende für die Kunden ist, dass man heute sektorübergreifende Verbindungen herstellen kann innerhalb eines Gebäudes. In der Vergangenheit haben wir unsere Welt der Elektroinstallation gesehen und da gab es die Welt der Heizungsinstallation und die Welt vielleicht der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien. Diese Welten wachsen zusammen und wir haben im Bereich sowohl bei Busch Free at Home als auch im Bereich KNX heute die Lösungen, die diese sektorübergreifenden Interoperabilitäten zulassen und dann natürlich auch die Darstellung der Energieverbräuche von den einzelnen Bereichen zeigt. Da gibt es zum Beispiel auch im reinen Einbaugerät Sensoren, wo an sieben Sicherungsautomaten die Informationen abgenommen werden können. Also da gibt es sehr, sehr viel. Die Kunden sind sehr stark daran interessiert, über Busch Free at Home oder KNX Lösungen einzusetzen, wo zum Beispiel Einzelraumtemperaturregelung eingesetzt wird, ja, und dann aber auch gleichzeitig gezeigt wird, was habe ich tatsächlich an Einsparungen erzielt. Und ansonsten macht es ja auch keinen Sinn, im Prinzip das zu machen. Vielleicht nur mal zu erklären, was uns bei Trevion geht. Vielleicht, da haben wir ja ein volles kapazitives Sortiment mit rausgebracht, wo wir wirklich eine neue Sensorik rausbringen, die sowohl KNX und Free at Home wirklich dann abdeckt und das in dem Schalterdesign Busch Balance, SI, Solo, Future und natürlich auch einen neuen Art Linear, was dann speziell dafür designt worden ist, was wirklich sehr, sehr schick daherkommt und wo wir wirklich dann auch eine neue Sensorik haben, die wirklich da State of the Art ist im Markt und sich nicht verstecken muss. Also das ist, glaube ich, schon eine tolle Leistung, dass wir dieses Produkt jetzt so auf dem Markt haben. Ja. Und dieses Energiemessen, diese Sensorik, da um nochmal ganz drauf zurückzukommen, das ist ja verfügbar. Also diese Messwandler, die an den Automaten angeschlossen werden, wo die Informationen im Prinzip sichtbar gemacht werden im KNX, im Ecometer oder was auch immer, das ist verfügbare Technik. Ich würde sagen, sogar global verfügbare Technik mit einer gigantischen Nachfrage. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da an Nachfrage vorhanden ist. Allein was, und nicht nur im privaten Bereich, eigentlich auch im kleingewerblichen Bereich, eine Arztpraxis, wo Kostenstellen Energiemessung gemacht wird. Also da, wo das Röntgengerät ist, das Ultraschallgerät ist, das Labor und, da werden die Messungen gemacht, um über die Kostenstelle zu wissen, wo sind dann die Energieverbräuche. Und die Energieberater nutzen das dann auch, um entsprechende Potenziale aufzuzeigen, die dann realisiert werden können. Mir wurde gesagt, genau das Thema neue Sensorik ist wichtig für den Renovierungsmarkt, weil es natürlich eine breite Basis schon gibt an verbauten KNX-Anwendungen. Und da wird es voll greifen,
da ist man guter Hoffnung, dass hier wirklich sehr, sehr viele Kunden aufspringen. Ja, zumal eine bestehende Anlage, auch bei dir zu Hause, du könntest sagen, ich nehme einen Sensor raus und setze das Busch Trevion ein und da muss es halt nur in die Programmierung hineingenommen werden, sei es Busch Free at Home über die App oder über die ETS innerhalb der KNX-Installation und dann ist es ein fester Bestandteil der Smart Home Anlage oder der Smart Building Anlage. Aber das ist ja schon lieferbar, oder? Nee, das Trevion noch nicht. Nein. Das Trevion kommt irgendwann im Herbst, September, Oktober grob. Okay. Gut, dann hätten wir dieses Thema. Gibt es noch zum Thema Aufputzverteiler neu etwas? Ja, genau. Wir haben ja gerade schon, 600? Wir haben das Thema ja gerade schon vom Flexheim besprochen, wo wir auch geguckt haben, wie können wir das Thema vom Installateur einfacher machen, haben auf den gehört. Und das gleiche Thema beim AK 600. Hier haben wir schon wie beim UK 600 geguckt, wie wir den Anschlussraum vergrößern können und wie wir das Gerät möglichst einfach dann Aufputz montieren können. Und zudem haben wir die Möglichkeit, das gleiche Zubehör vom UK 600 zu verwenden. Also wenn der Installateur schon gewohnt ist, die UK 600 Zubehörteile einzusetzen, kann er einfach den AK 600 nehmen, die gleichen Zubehörteile mit reinnehmen und hat dann einen wirklich schicken Stromkreis oder Medienverteiler, der dann für das ganze Thema Aufputzmontage im Verteilerschrank eingesetzt werden kann. Und wenn man halt dort auch Wireless- oder Wi-Fi-Komponenten mit verbaut hat, gibt es auch dann eine Tür mit Kunststoffeinsatz, um halt die Wi-Fi-Ausnutzung und die Ausbreitung der Wi-Fi-Strahlen quasi besser zu ermöglichen, um dort dann die komplette Konnektivität sicherzustellen. Dann kann ich nur eines sagen. Vielen, vielen Dank für eure Bereitschaft. Es war für uns das erste Mal, mit einer Zuschaltung zu arbeiten, mit all dem, was an Technik hier dafür notwendig ist. Es hat funktioniert. Gut. Wünsche euch und euren Kunden viel Spaß mit den neuen Produkten und hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Vielen also, Dank. Bis bald. Mach's gut. In diesem Sinn, alles Gute. Adi, Alex, alles, alles Liebe. Euch sage ich danke fürs Zuschauen. Bis bald auf diesem Kanal. Ciao, ciao.